So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ford Focus RS. Heute geht es um das Thema Sound. Wir haben einen ultimativen Sound für euch. Grundlegend, was ist verbaut jetzt? Downpipe von Bullix ohne Katalysator. Das heißt mit Cut-Ersatzrohr, Einzellen-Cut-Technologie. Dann haben wir noch verbaut den Bullix Mitteltopf in 3 Zoll und hinten raus die Mongoose Section 59. Grundlegend, wie bin ich auf die Auswahlanlage gekommen? Ich habe mal in der Gruppe in Facebook ein wenig nachgefragt, wer findet was geil, was ist so der beste Sound und ja, lautstärkenmäßig soll es auch nicht so komplett geisteskrank sein, sondern soll mittelmäßig geisteskrank sein. Und ja, dann bin ich auf einen Typ drauf gekommen, Section 59 Mongoose, der was mir da empfohlen hat. Habe mir ein paar Soundvideos angesehen, denkst du, ja, kommt ja nicht so rüber auf der Kamera. Aber habe dann nicht entschieden, ja, okay. Der Typ hat sogar die Auswahllage verkauft. Auswahllage war 800 Kilometer alt, nur Sommer, Ring. Also ja, perfekter Zustand von Auswahllage. Der Preis hat perfekt gestimmt. Natürlich wohnt er wieder sehr weit weg von Österreich, an der Grenze zu Köln. Ich bin dann nach Köln gefahren, das heißt 7 Stunden rauf, eine Stunde oben Pause und 7 Stunden wieder runter. Waren dann im Endeffekt ja so um die 14 Stunden, weil ich bin dann wieder schneller gefahren und dann ist die Stundenpause eigentlich, habe ich rausgefahren die ganze Zeit. War ein klasse Typ, bin ja super empfangen worden, vielleicht sieht er das Video, ich sage nochmal echt danke, auch an die Familie, weil ja, die haben mich einfach gleich eingeladen und gesagt, ja trinke mal was, setz dich mal nieder, chill mal und dann kannst du nach Hause fahren und solche Sachen, also das findet man heutzutage selten, da noch so die Herzlichkeit haben, bei einem Fremden unter Anführungszeichen, so die Einladung auch in den Corona-Zeiten, dass man da so gastfreundlich ist, ist auch nicht selbstverständlich. Nochmal ein herzliches Danke an dich und deine Family. Ja, wir haben dann die Auspuffanlage verbaut. Komplett wild, weil normalerweise ist kein Mitteltopf dabei. Das heißt, es ist ein Rohr durch, unter Anführungszeichen, mit 2 Töpfen hinten. Das sind Absorptions-Endschalldämpfer. Jetzt fragen Sie der eine oder andere, was sind Absorptions-Endschalldämpfer? Was ist da der Unterschied? Was gibt es vielleicht noch? Es gibt auch noch Reflexionsschalldämpfer. Fangen wir mal bei den Reflexionsschalldämpfer an. Das ist so gesagt wie der originale Auspuff. Das sind verschiedene Kammern, wo die Abgase dagegen streuen und in verschiedene Kammern fließen oder pulsieren eigentlich, weil Abgase fließen nicht, pulsieren ja eigentlich. Und somit, durch das, dass sie an jede Kanten und Ecken anstößen, vermindert sich der Geräuschpegel. Positiv natürlich, es ist immer leise, weil es kann nicht lauter sein, weil die Abgase müssen durch die Kammern. Und da ist wieder der springende Punkt, der Nachteil. Die Abgase müssen durch die Kammern, das heißt auch eine Leistungsminderung. Natürlich, wenn der Schalldämpfer groß dimensioniert ist, für leistungsstarke Fahrzeuge, dann geht das natürlich, aber ich sage mal, originalmäßig ist das halt sehr kontraproduktiv für die Leistung und auch Temperatur und Gegendruck. Wir sind dann aber die Absorptionsschalldämpfer, das ist sozusagen ein Rohr durch, das ist aber, hat Löcher rundherum und somit geht der Druck von den pulsierenden Abgase in die Kammer, wo eine Schalldämpferwolle bzw. Dämmwolle drinnen ist, die natürlich die Abgase dann oder beziehungsweise den Schall mindert und das Auto wird leiser. Natürlich, Vorteil Leistung, geht natürlich immer durch, das Rohr ist im Endeffekt gerade durch, da staut nichts, kein Staudruck, sind kompakt von der Bauweise. Der Nachteil ist halt, sie sind etwas lauter, auf der lauteren Seite des Lebens. Für mich kein Problem, das ist für mich der richtige Schalldämpfer. Für andere, was eher in der Stadt wohnen und da sehr die Polizei sehr streng ist, eher kontraproduktiv. Ja, grundsätzlich zum Sagen, wir haben hier das Y-Stück. Für jeden Endrohr ist ein Absorptionsschalldämpfer verbaut. Mir war das aber dann ehrlich gesagt wirklich zu brutal und zu laut, weil es so sehr gedröhnt hat im Innenraum, dass wenn du die Fenster zugehabt hast, dass du gedacht hast, dein Trommelfell platzt jetzt. Es war so ein Druck im Innenraum. Ja, ist einfach mega, mega ungut für das Ganze. Auch zum Fahren, da ist ja einfach der Fahrspaß nicht mehr da. Wenn du immer mit offenen Fenstern fahren willst, natürlich im Sommer, kein Problem. Aber jetzt so bei kälteren Temperaturen, bei 10 Grad draußen, ist es halt ja, sehr ungut, da mit offenen Fenstern zu fahren. Und zwar für uns die Frage, funktioniert das überhaupt, dass wir den Bullix Schalldämpfer überhaupt montieren? Wir haben ihn mal heraus zusammengesteckt, hat perfekt funktioniert. Der Einbau war dann etwas schwieriger, weil natürlich der Bullix Mittelschalldämpfer Rohr in 3 Zoll schon so bearbeitet war, dass er auf dem Original-Endtopf drauf passt. Das heißt, da war ein gewisser Winkel
Den haben wir jetzt aber trotzdem, aber ausgeglichen haben wir das jetzt so montiert. Und ich muss jetzt sagen, der Sound ist wirklich perfekt. Es ist ein bisschen lauter, würde ich schon sagen, also schon auf der lauteren Seite des Lebens, aber du kannst noch in jeder Polizeikontrolle wegfahren. So ist das. Was spricht dafür? Erstens mal gesagt, die Leistung. Ich habe es extrem gespürt. Mein Original-Endtopf echt gestaunert. Da ist er von 3 Zoll auf 2,5 Zoll runterdimensioniert worden. Und da hat man schon den Staudruck extrem gemerkt. Jetzt ist es wirklich schöner Durchzug. Nice. Der Vorteil noch dazu ist einfach natürlich die Endro-Optik. Das muss man auch einmal sagen. Sieht vielleicht einmal schon auf dem Video. Ja. Könnte Serie sein eigentlich. Ja. Aber man muss immer schauen, Vergleich. Meine Hand ist schon etwas größer, sage ich einmal. Und meine Faust auch. Und die hat aber noch locker Spiel. Also, wenn ich die Handfläche nehme, das Endro ist so groß wie meine Handfläche. Die genauen Maße weiß ich leider gerade nicht, aber das ist schon so um die 114 mm sind wir da schon gut, oder 107, irgendwas. Auf jeden Fall über 100 mm sind wir da gut dabei. Ja, optisch natürlich sehr wild, hat auch einen guten Winkel für die Abgase. Wir haben hier aber noch im Heckdiffuserbereich innen, wo wirklich das Endrohr knapp ist mit dem Heckdiffuser, haben wir eine Hitzeschutzfolie montiert, dass da nichts schmelzen kann. Soundtechnisch perfekt. Es ist laut bei Volllast. Man hört auch was, wenn man normal fährt. Das Dröhnen ist da, aber auszuhalten und geringer als vorher. Also man haltet es aus, man gewöhnt sich dran. Es ist schon ein Dröhnen da. Das kann man nicht verbergen, das kann man auch nicht verheimlichen. Es ist einfach so, aber es ist erträglich und ja, es ist zum Aushalten. Soundtechnisch natürlich wild. Einfach wild. Wir spielen da mal eine 6 Sekunden Sequenz ein, wie wir von Lose eingefahren sind. Das seht ihr jetzt. Wow, ja! Wow! Ja, wie ihr gesehen habt, kommen da ziemlich große Feuerbälle raus, die natürlich wir auch erst im Rückspiegel bemerkt haben, wo wir gedacht haben, das war der Blitzer. Nein, das war der Feuerball, der ungefähr, ja, sagen wir mal einen halben Meter rausgeragt hat. Und da ist wirklich so, dass die Autobahn hinten hell wird. Also es wird wirklich hell. Wie wenn der eine Taschenlampe einschaltet und einmal schaut, ah, schauen wir mal nach, was so auf der Autobahn los ist. Die Leute haben es gefeiert, ich habe es gefeiert, der Motor hat wahrscheinlich schon getränt, geweint, weil wir ihn so getreten haben, aber es hat schon gepasst. Ja, viel Gequatsche, aber ich hätte jetzt mal gesagt, wir hören uns jetzt mal den Sound an beim Starten und dann fahren wir mal eine Runde und dann hört ihr wieder den Vergleich auf unserer Strecke, wo wir immer fahren und auch beim Warmfahren, wie ist das im Innenraum, wie hocht er sich an. Knallen ist natürlich mega wild, Flammen mega wild und es ist einfach Preis-Leistung, würde ich behaupten, eine der besten Auspuffanlagen. Es gibt immer bessere, es gibt immer, ja, der Geschmack ist immer verschieden, aber seht selbst, hört euch jetzt selber an. Ich hätte gesagt, wir starten jetzt mal, dann hört ihr mal im Stand, wie es sich anhört beim Starten und dann fahren wir mal eine Runde und ich würde sagen, wir hören uns dann im Fahrzeug. Klassisch auf- und abfahren, dass ihr auch unter Volllast das Fahrzeug hört und auch beim Vorbeifahren
und ich würde sagen, ich werde euch dann noch ein Soundvideo einspielen von der Nacht, wo man die Flammen natürlich auch gut sieht. Das seht ihr dann am Ende. Und ja, viel Spaß beim Video und schreibt eure Meinung in die Kommentare zu der Auspuffanlage dann. Wie findet ihr den Sound? Und schreibt mal eure Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Auspuffanlage drauf oder schreibt die Meinung zu dieser Auspuffanlage mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Weil beim anderen Soundvideo waren echt viele Kommentare, hat mich sehr gefreut. Und ja, sind dann verschiedene Eindrücke, was man sammeln kann und auch Gedanken, und das freut mich ziemlich, wenn ich das darüber schauen kann und mir da durchlesen kann. Also tippt wieder fleißig in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie eure Meinung das ist und was ihr so fährt und welches Auto ihr fährt und welche Auspufflage. Nicht nur auf das Auto bezogen, sondern generell. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like und ja, wir sehen uns spätestens beim nächsten Video, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und jetzt Sound up.